Grüß euch, kleinen Tauto wieder her und willkommen zurück zu The Witcher 2. Ich bin mal für euch nach Bindegarn zurückgegangen, offscreen. Und jetzt reden wir nochmal mit ihm hier. Wegen des Trolls. Du willst also den Troll nicht loswerden? Wer kümmert sich um die Brücke, wenn nicht er? Stell jemand anders ein. Weißt du, was ein Handwerker kostet? Der dämliche Troll tut seine miese Arbeit für eine lächerliche Maut. Die Brücke ist kaputt und der Troll fällt über die Leute her. Tja, er ist zum Säufer geworden. Das ist das Problem. Wenn du es schaffen könntest, dass er den Alkohol lässt. Ich bin ein Hexer, keine Amme. Ich bezahle dich gut. Wie gut? 100 Urens. 200. Du bist ganz schön teuer. Was soll's. Es dürfen ruhig alle wissen, wie sehr mir das Wohl des Dorfes am Herzen liegt. Ja, wie ihr seht, hier haben wir die zweite Option zum Trollquest. Also wir haben ja auf dem schwarzen Brett vor der Schenke haben wir den Auftrag gesehen gehabt von Loredo, einfach nur töten. Und hier haben wir natürlich die zweite Option, das ist ja schön an The Witcher, dass es immer eine andere Option auch noch gibt. Na komm. Ach, schade. Dass man auch das anders lösen kann. Und das werde ich dann auch machen, weil ich es einfach so viel schöner finde, die Quest. Und außerdem, da ich halt jetzt die Bücher ein bisschen gelesen habe, weiß ich, dass Geralt den Troll nicht einfach so töten würde. So, hier müssen wir rein. Für die Quest mit dem königlichen Brief, den wir gefunden Mama! Haben. Und aber erstmal hier muss ich ja alles noch schnell durchsuchen. Da ich leider vergaß, also ich bin hier Flotsam untersuchte, dass ich hier offscreen reingehe. Also das. Ich bin ein bisschen ein Hamster in der Hinsicht. Und ja. Das meiste versuche ich halt offscreen zu machen. Und aber hier jetzt, wie ihr seht, machen wir das so. Magie und Macht, okay. Das lesen wir nochmal gleich. So. Nochmals kurz Hexamulett. Ah, da habe ich was übersehen. So. Was sagt das Buch Magie und Macht? Personen, die über magische Kräfte verfügen, nennt man gemeinhin Zauberer. Doch sie haben im Laufe der Jahrhunderte noch andere Namen bekommen. Nicht alle davon schmeichelhaft. Die Vielfalt oszillierte von der respektvollen Anrede der Wissende oder Erzmeisterin bis hin zu nicht gar so blumigen verdammter Schweinehund holte ihn die Best, respektive einen umgangssprachlichen Wort, das hier aus Respekt vor Frauen und Sprache ungenau bleiben soll. Die Macht über die magischen Kräfte stellt Zauberer über die Normalsterblichen zum Guten oder Schlechten. Seit Anbeginn der Zeiten erinnert man sich ihrer entweder als Wohltäter und Helden oder als Schurken ohne Ehre und Gewissen. An diese erinnert man sich freilich länger, was das Misstrauen des schlichten Volkes gegenüber Zauberern erklärt. Okay. So, jetzt geben wir mal den... Ah, zuerst mal Orens mitnehmen. Das hier noch. So. Rechte Maustaste. Und jetzt unterhalten wir uns mal mit Ludwig Merse. Na komm. Und was machst du hier? Ich bin der Burgvogt von Flotsam, zuständig für Verpflegung, Befestigungen und so weiter. Dann zahlst du auch die Prämie für erlegte Monster? So ist es. Du musst nur das Formblatt H12 ausfüllen. Und damit nach? Muss ich nicht. Ich genieße Immunität. Ah. Na gut, die Aufträge hängen vor der Schenke aus. Eine erfolgreiche Jagd wünsche ich. Auf deinem Schreibtisch steht ein königlicher Postkasten. Ja, die königliche Post gehört zu meinen Obliegenheiten. Könnte ich mir den Inhalt ansehen? Kein Problem. Viel Spaß bei der Lektüre.
Adieu. Na verdammt. Ich wollte ihn noch wegen dem Troll ausfragen. Warum hat Loredo auf den Kopf des Trolls einen Preis ausgesetzt? Kommandant Loredo ist nur um Flotsams Wohl zu tun. Aber der Troll kümmert sich um die Brücke. Er ist eine gefährliche Bestie. Außerdem versteuert er seine Maut nicht. Da haben wir denn das Problem. Loredo sieht nichts von der Maut, deswegen lasst ihn töten. So, und jetzt haben wir den Schlüssel für den König im Briefkasten und können Bericht von Ludwig Mersen nehmen. So, dann lesen wir den mal. Okay, so. Antwort an timerischen Spezialverbände. In Reaktion auf die Anfrage hinsichtlich der Fistech-Pande teile ich mit, dass wir in Flotsam keinerlei Spuren einer solchen Organisation finden konnten. Von Kneipenschlägereien abgesehen ist unsere Stadt frei von Verbrechen, was wir zweifelsfrei der unermüdlichen Einsatz unseres Kommandanten Loredo zu verdanken haben. Die Gerüchte über den Räuberhauptmann Dimitri sind ebenfalls haltlos. Wie bereits im letzten Rapport vermeldet, wurde er für seine Verbrechen hingerichtet. Kommandant Loredo empfiehlt dringend, den derzeitigen Informanten auszuwechseln, der offenbar lügt, dass sich die Balken biegen und dem Ruf des Geheimdienstes erheblich schaden. Der Kommandant wartet ferner auf die nächste Anfrage, die dann vermutlich einen Schwarm fliegender Schweine über Flotsam betrifft oder vielleicht Elfen, die bis an die Mauern der Garnison vorstoßen. Meine Herren, so habt auch Erbarmen, mögen die Götter Temerien schützen, Ludwig Mersey, königlicher Burgvogt. Ihr werdet dann im Laufe des Let's Plays sehen, dass die ganzen Informationen des Geheimdienstinformanten stimmen werden. Aber dazu etwas später. Ich mache mich mal auf dem. Ich will mal erstmal die Sachen verkaufen, was ich hier zu viel habe. Ah, falsche Richtung. Und außerdem noch ein besseres Stahlschwert versuchen zu gewinnen. Da kommt der Hexer. Ob er einverstanden wäre? Weiß nicht. Können wir ihn denn einfach so fragen? Sieh ihn dir an. Er wäre genau der Richtige dafür. Geht auseinander. Das schauen wir uns doch mal an, was die wollen von uns. Ha! Guten Tag, hast du kurz Zeit? Siehst du, mein Kollege und ich, wir haben eine alchemische Substanz entwickelt, die wir in Vysima in einem Laboratorium testen wollten. Aber da hier ein Hexer weilt, dachten wir, ob du vielleicht so freundlich wärst, sie gleich in der Praxis auszuprobieren. In ein oder zwei Jahren könntest du uns in der Hauptstadt besuchen. Wir untersuchen dich und zahlen dir einen üppigen Lohn. Es geht um die langfristige Wirkung der Substanz. Mehr dürfen wir nicht verraten. Machst du mit? Warum nicht? Wunderbar. Ausgezeichnet. Wenn du noch ein Tagebuch für das Experiment anlegen könntest. Übertreib mal nicht. Leute, ich hatte leider einen Crash to Desktop, warum auch immer. Nur mal kurz zu den Elixier. Ich hoffe, das hat noch irgendwelche Auswirkungen auf den dritten Teil dann. Weil, soweit ich mich erinnere, hat das hier keinen weiteren Einfluss auf das Spiel, hier auf das Spiel. Und wir schauen jetzt mal zu Werner und seinen blauen Streifen, um uns ein neues Schwert zu organisieren. Ich hoffe, es passiert nicht mehr zu oft, dass ich Crash den Desktop habe. Und ich versuche mal eine Lösung zu finden. Indessen muss ich wahrscheinlich öfter speichern. Ich speichere hier mal Sicherheitshalber. So. Geralt von Riva. Geralt, was ist denn? Wir sind in Flotsam angekommen, haben den Mörder gesehen, haben uns mit so ziemlich allen angelegt. Was nun? Da sich der Königsmörder in der Obhut Jorvetz befindet, müssen wir sie beide fassen. Nach Elfen im Wald zu suchen, heißt so viel wie den Tod zu suchen. Wir nehmen Loredos Einladung an. Er mag ein dumpfer Trottel sein, der an der Spitze eines Haufens Nieten steht. Aber es ist sein Terrain. Er könnte uns noch nützlich sein. Du bist der Anführer von Volltests Spezialkräften. Und der Kommandant einer temerischen Garnison schert sich einen Dreck um dich? Nur zu deiner Information. Die blauen Streifen sind beim gemeinen Volk nicht gerade beliebt. Das geht allen so, die dreckige Arbeit verrichten. Aber Loredo ist selber Soldat. In so ein Loch im Grenzgebiet schicken sie immer das übelste Gesindel. Unfähige Idioten, die sich vor dem dreckigen Pöbel mit ihrer Macht brüsten. Ein völlig abgeschiedenes Städtchen von Scoia'tael bedrängt. Du fühlst dich sicher ganz in deinem Element, Roche.
Flotsam ist nicht irgendein Städtchen, Geralt. Sieh mal, Temerien, Redanien, Kedwin und Edirn, die größten Königreiche des Nordens. Und was verbindet sie? Das Pontartal. Ein Stück Land, um das sie sich seit Generationen streiten. Genau. Und hier haben wir Flotsam, im Grenzgebiet von Temerien und Edirn. Und Kedwin, das jenseits der Moore auf Lauer liegt. Am äußersten Rand des Pontartals. Wie mit Gewalt zwischen alle hineingequetscht. Hier treffen die wichtigsten Handelsrouten zusammen. Jede Karawane muss durch Flotsam durch. Jeder, der hier mit seinem Boot den Fluss entlang will, muss Loredo Tribut entrichten. Angeblich hat Hänsel schon eine Armee beisammen und rückt nach Wergen vor. Bald steht das Pontartal in Flammen und wir, Geralt, sitzen in Flotsam, dem Schlüssel zur Region. Ich würde gern glauben, dass das alles Zufall ist und der Mörder nur den Eichhörnchen hierher gefolgt ist. Glaubst du auch an Ammenmärchen, Hexe? Bis später, Rausch. Jo. Trink mit uns! Ich versuche mal, ein Schwert zu gewinnen. Und die Quest. Eins könnte ich vertragen. Gibt's was zu feiern? Einen großen Sieg. Interessant. Wir haben Veopatis erledigt, oder wie der heißt. Fenn hat ihm den Kopf abgeschlagen und an den Arsch geheftet. Ihr habt euch wie Schweine benommen. Darf man denn kein bisschen Spaß haben? Das ist doch nur eine Holzpuppe. Amüsieren wir uns doch mal auf unsere Art. Na klar, mit Zahnstochern. Wie wär's mit einer Runde Messer werfen? Okay. Gern. Wes gegen den Hexer. Bitte setzen, meine Herren. 10-1 auf Wes. Hexer, das Ruder an der Wand. Oh. Wes, den Fischkopf. Hexer, den Schinken. Wes, das Fass. Hexer, die Landkarte. Okay. Wes hat gesiegt. Hä? Ich hab ihn getroffen. Egal. Da sind ja diese Scheißkerle, die die Statue des Veopatis geschändet haben. Spieß sie auf die Forken. Hüte deine Zunge, Dorftrottel. Worum geht's denn? Ach, alles nur Quatsch. Wir haben einen kleinen Wettkampf veranstaltet. Sie haben mit Messern auf die Statue des Veopatis geworfen. Diese Söldner haben unseren Gott geschändet. Das sind keine Söldner, sondern blaue Streifen. Weißt du, was das heißt? Was schert mich denn die Farbe? Hurensöhne sind das allesamt. Was hast du da gesagt? Ich meinte nur... Du hast gesagt, was du denkst. Und das ist gut so. So muss es sein. Ein Bier für diesen tapferen Mann. Trink auf meine Gesundheit. Auf die Gesundheit von Hurensohn Vernon Rosch. Vernon. Beschissene Humpen habt ihr hier in Flotsam. Eines Helden nicht würdig, aber ich weiß Abhilfe. Du kannst das Bier des Hurensohns vom Fußboden aufschlabbern. Geralt, tu doch was. Ich versuch's. Vernon. Lass ihn in Frieden, das ist es nicht wert. Einen Scheiß, weißt du. Diesmal habt ihr Glück gehabt, ihr Straßenköter. Macht, dass ihr fortkommt! Ich muss mir die Füße vertreten. Du beurteilst Rosch zu streng. Ich mag Sadisten nicht. Sieh mal, Vernon ist halbweise. Was hat denn das damit zu tun? Er ist in bitterer Armut aufgewachsen. Er wäre verhungert, wenn die Mutter nicht als Hure gearbeitet hätte. Er wurde immer Hurensohn genannt. Darum tut er sich schwer mit diesem Schimpfwort. Komm, lass uns was trinken. Das hat sich doch schon zugenommen. Wisst ihr noch, wie wir in der Höhle auf unsere Befreiung gewartet haben? Wer könnte das vergessen? Vor Hunger haben wir Torf gefressen. Das waren noch Zeiten. Trinken wir auf diesen nahrhaften Torf. Was haltet ihr von einem kleinen Wettkampf? Wer Geralt im Armdrücken besiegt, kriegt ein Fässchen Bier. Und wenn Geralt siegt, was dann? Dann, mein Bester, kriegst du mein Schwert. Das hat schon viele Köpfe rollen lassen. Solche schmieden sie heute nicht mehr. Ist mir recht. Mir ist der Hals so trocken. Schenk doch mal einer nach. Wisst ihr noch, wie ich mit dem Leutnant gewettet habe, dass ich's mit 4 Elfinnen gleichzeitig treibe? Er meinte, eher gelangten wir auf Hurenärschen übers Meer. Ich hätt's aber fertig gebracht. Klar, war's nur ein bisschen knapp mit Elfen. Und jetzt los. Mal sehen, ob 13 den Hexer schafft. Ach ja, am Drücken. Ich hoffe, ich schaff's diesmal wieder. Es ist nicht so einfach mit der Maus.
Nein. Ich hasse es Andrücken mit der Maus. Na komm. So. Das hatte ich vorher auch dabei. 13, du musst trainieren. Für den Hexer bist du zu schwach. Ah, schert euch doch alle zum Teufel. Los, Leute, nachschenken. Wisst ihr noch, wie ich mal mit dem Pferd auf den Baum rauf bin? Wissen wir nicht. Trink aus. Das frischt dir das Gedächtnis auf. Also, meine Herren, diesmal Fenn gegen den Hexer. So, den muss ich jetzt besiegen, dass ich das Schwert bekomme. Na komm, 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 komm. Sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, ich schaffe es ein zweites Mal. Ausgezeichnet. Geralt, der Preis gehört dir. Möge er dir nützen. Meine Herren, auf unser Wohl. Ganz wie nach der Schlacht von Gar. Das war ein Besäufnis. Das ganze Schlachtfeld vollgekotzt. Auf Hurenärschen ins Paradies. Wes schüttelt schon den Kopf. Sie weiß auch warum. Mann, ihr habt ja gesoffen wie die Löcher. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ach, ich liebe das. Was hast du noch nicht gesehen? So ein Schauspiel. Was heißt das? Wenn du dich nicht erinnerst, umso besser für dich. Ich will mich aber erinnern können. Für ein paar Orens könnte ich es dir erzählen. Rede, oder ich poliere dir die Fresse. Du bist nicht nur ein Säufer, sondern auch ein Flegel. Verdammt. Ist dir die Information so wenig wert? Was? Die nehmen mich aus, die Hunde. Da, und nun erzähl. Ach, ja. Geh zur Puffmutter. Die kennt die Einzelheiten. Beim ersten Versuch hat die Bedrohung gewirkt. Die Schlepperei, wenn der Hafen aber blockiert ist. Nur ihr seht schon. Eine schön durchzechte Nacht. Und jetzt. Ich will nicht zu viel erzählen. Es ist einfach zu witzig, diese Quest. Bist du gerade frei? Genießt's, ja. Nee, du. Ich hab einen Geisterkunden. So, hier durch. Teufel, hab ich einen Durst. Und ich erst. So. Jetzt ein Triss vorbei. Nee, Triss, das sollte uns aber nicht so sehen. Ah. So, da hinten geht's zurück nach zu Barina. Ey, komm. So. Weißt du, wie sein Hexer mit einer Striege Schön. Treibt? Nein, erzähl. Ihr leerten Fläschchen, kommelt rum, schläft ein wie tot. Und sie steht in der Brut als Jungfrau. Oh, hier habe ich was vergessen zu looten. Kavenas Notizen. Interessant. Lesen wir das doch noch vor durch. Gavenas Notizen. Diese Zauberin gefällt mir überhaupt nicht. Alle Magierinnen tragen die Nase hoch und alle riechen wie eine läufige Hündin, aber die führt etwas im Schilde. Man merkt, es geht hier nicht allein um Geld, sondern darum, die Leute gegeneinander aufzuhetzen. Als spielte sie mit ihnen. Kann man sie der Spionage verdächtigen? Wenn es wahr ist, dass die Zauberinnen Gedanken lesen können, muss ich mich in Acht nehmen. Wenn herauskommt, dass ich mit den Scoia'dael gemeinsame Sache mache, sollte ich mich besser aufhängen lassen, als in Rhaedos Kasematen zu leiden. Interessant, Gavena. Interessant. Grüß dich. Womit kann ich dienen, junger Mann? Es heißt, du wüsstest am besten, was hier gestern vorgefallen ist. Das willst du nicht wissen. Oh doch. Nichts ist umsonst. Schon gar nicht im Bordell. Dann bezahlen wir halt wohl oder übel.
gibt sie sich mit 36 zufrieden. Ich zahle. Nun red schon. Okay. Ihr seid zu fünft hergekommen. Nun ja, sagen wir hergekrochen. Ich auch. Und ob? Einer der Blauen wollte gleich 5 Mädchen. Ich habe euch die besten gegeben, weil ihr ordentlich gezahlt habt. Und dann? Tja, seltsam. Anstatt sie zu bumsen, seid ihr ihnen auf den Rücken gestiegen und habt ihnen befohlen, euch zum Hafen zu tragen. Ich glaub kein Wort. Frag doch mal die Uniformierte. Wes war auch hier? Aber ja doch. Sie hat versucht, euch aufzuhalten, aber da war nichts zu machen. Ja, ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Wer war denn dieser Volltest, den wir ermordet haben? Der, den wir immer Papa nennen müssen? Nein, ja. Den habe ich heute gewählt. Dann weiß ich's auch nicht. Lass mal die Augäpfel drin. Auf zu Wes. Ging's lang. Hier ist doch was. Was steckt hinter deinem Hass auf die Scoia'tael? Rache? Da kennst du mich schlecht, Geralt. Mensch oder Anderling, das spielt für mich keine Rolle. Wir haben den Auftrag, die Scoia'tael zu bekämpfen, also tun wir das auch. Das sind doch nur Schurken, die sich in den Wäldern verkriechen. Wenn Menschen unter ihnen wären, würde ich sie ohne mit der Wimper zu zucken genauso töten. Herrliche Gegend, was? Mir ist ein solches von den Göttern und den Menschen verlassenes Städtchen lieber als ein Palast. Hier herrscht das Recht des Stärkeren. Da weißt du wenigstens, woran du bist. Ja, mir gefällt es hier. Wie bist du bei den blauen Streifen gelandet? Was soll die Frage? Wir süßeln ein bisschen rein. Naja, du bist eine schöne Frau und... Na und? Weder bin ich adlig, noch die Tochter eines Kaufmanns. Ich mag ein schönes Gesicht haben, aber bei meiner Abstammung könnte ich höchstens in einer Dorfschenke aushelfen oder es für eine Handvoll Taler schmierigen Soldaten im Lagerbordell besorgen. Da bleibe ich doch lieber beim Elfenschlachten. Der Mensch, den wir suchen, ist viel gefährlicher als die Scoia'tael. Das muss er sein. Hätte er sonst Geralt von Riva überwältigt? Das war nicht der erste Anschlag auf Volltest. Einen Mörder habe ich erwischt. Aber von denen sind mehr unterwegs. Wenn einer Mist baut, dann bestimmt nicht ich. Ich bin Soldat, weil ich mich dafür eigne. Hast du nie von einem anderen Leben geträumt? Zeisig, unser Schütze, hat es mal mit der Landwirtschaft versucht. Vergebens. Aber den Bolzen platziert er mir zwischen die Augen aus 80 Schritt Entfernung. 100 Schritt. Ich habe genäht, gekocht, in einer Kaschemme bedient, süß lächelnd wie ein Püppchen. Wohlgefühlt habe ich mich dabei nicht. Der Mensch, den wir suchen, ist... Das muss er... Das war nicht... Wenn einer Mist baut, dann... So, dann ich habe mit der Puffmutter gesprochen. Ist es wahr, was sie sagt? Ich habe wirklich versucht, euch davon abzuhalten. Aber ihr wolltet ums Verrecken auf Hurenärschen den Fluss überqueren. Das habt ihr zwar nicht geschafft, aber ein paar Stunden lang unverdrossen versucht. Das war's hoffentlich. Oh nein, du wolltest unbedingt zu den blauen Streifen gehören und eine Tätowierung haben. Da seht ihr sie. Was für eine Tätowierung. Eine wie wir. Die hast du jetzt. Mist. Wo sind denn meine Sachen? Lagen alle verstreut auf dem Boden. Ich habe sie dir in den Koffer am Fenster getan. Danke, Wes. Ja, das war, wie ich finde, eine sehr lustige Quest. Und hier sind auch unsere ganzen Sachen. Da ist auch das Schwert, das wir jetzt gewonnen haben. Vergleichen wir das mal mit dem, was wir jetzt haben. Temerisches Stahlschwert. Das mal anlegen. 10 bis 13. Das hat 10 bis 11 bis 14. Aber ihr seht schon, es hat einen Runenplatz. Ja. Am besten... Oh Gott. Was haben wir? Schaden. Vitalität. Zeichenschadenbonus. Schaden plus 5. Oh, das hat sogar mehrere Sachen. Na dann, gehen wir das mal rauf. Gibt ein paar schöne Effekte. Jetzt haben wir den gleichen Schaden wie das Schwert, aber mehr passive Fähigkeiten. Ja. Ziehen wir noch unsere anderen Sachen alle an.
Und was fehlt noch? Die Trophäe. Die Falle in der Schnellleiste und die Bombe. Okay. Das wär's nochmal soweit. Hier haben wir nichts mehr Neues. So, wieder mal kurz. Ich speichere jetzt mal und ich beende auch den Part hiermit, weil ich jetzt leider keine Zeit mehr habe. Dieses scheiß crashed Desktop ist mir jetzt zweimal leider jetzt passiert in dieser Aufnahmesession. Von daher habe ich leider jetzt keine Zeit mehr weiter zu spielen. Ich hoffe, es geht sich mindestens eine Folge aus. Vielleicht sogar auch zwei. Ja, Geralt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession zu The Witcher 2.